Der Läufer auf der ersten Position, das ist der Simon Bertsch für die Hanau SSC Hanau-Rodenbach und der Patrick Fiederling. Weiter geht es mit dem Christoph Oerlein, Alexander Görten und Emanuel Fösel. Und hier aus Lohr der Michael Weidner, der Tim Gebler. Der Älteste im Trikot hier, im roten Trikot, der Manfred Dormann, der Älteste im Feld. Und weiter geht es mit der Kerstin Straub, die Caroline Gläser, Carmen Klenk, die Dana Janas, Christian Schulz, Robert Schuch und der Leo Podotski, Stefan Kneier, Thorsten Schwidaller, Frank Wagner, Herbert Bräunig, Johannes Ried, Elmar Zöller, und der Markus Reuter, Werner Weht. Super, Werner. Vito, unser Vito hier von der RV Victoria Wombach. Stefan Formwald, Stefan Schäfer, Udo Herrmann, Alfred Kneier, Leo Podotski, Wolfgang Lehrmann, Matthias Nagel, der Hermann Schreck, der Arno Fell und der Björn Janetzki. Björn, dein Applaus. Lukas, glaube ich, jawohl. Mit einem riesen Vorsprung der Patrick Fiederling. Super Patrick, FC Dörlesberg. Mit einer super Zeit von 33 und 19 oder 20 Sekunden. Wahnsinn. Eine der ganz schnellen Zeiten, die hier in Lohr gelaufen wurden. Sie. Immer noch mit einer 34er Zeit. Jawohl. Super Manuel, Manuel Fösel vom TV Ochsenfurt. Klasse. In 34:17 Simon Bertsch klatscht nochmal ab und kann noch grinsen dabei vom Hanau Rodenbach, immer noch in einer 34er Zeit. Alexander hätte mich auch gewundert, hat den vierten Platz geholt, der Alexander Görzen vom Bosch Rexroth Lauftreff. Klasse, klasse Leistung. Fünfte Position in einer 35-24er Zeit. Und ein Lohrer Eigengewächs, Michael Weidner auf sechster Position mit der Nummer 410. Michael Weidner hier aus Lohr, sechste Position, immer noch 35-44, super Zeit. Die Caroline Gläser. Caroline, super. Und Sebastiano, dein Einmarsch. Achter. In 36:30. Super. Der Tim Gebler. Unter 37. Super. Und Manfred Dormann, der Älteste im Feld, der Europameister, kommt ins Ziel. In einer Zeit von 37:06 circa. Super, Manfred. Auf der Strecke der Thorsten Schwidaller von der LG Lohr. Thorsten, super Lauf hingelegt. Bist wieder gut dabei. Super, Thorsten von der LG Lohr. Der Christian Schulz geht ins Ziel. Und die Nummer 429 haben wir leider nicht im System, aber geht ins Ziel. Freuen wir uns. Patrick Kump ist im Ziel. Und der Stefan Kneier und die zweite Frau, die Kerstin Straub. Und die Carmen Klenk, die schnellsten Unterfranken der Zeit. Und Robert Schuch, ebenfalls im Ziel. Elmar Zöller vom ERC Großheubach. Elmar, super. Jedes Jahr immer wieder bei uns zu Gast. Bastian, super. Ich weiß nicht, ob es ein Lehrer oder ein Schüler ist heutzutage.